Ja, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe der Digitalen Impulse. Ich möchte mich heute bei Ihnen vorstellen. Mein Name ist Vincent Schoch und ich vertrete für den Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag das Themenfeld der Ein-Personen- und Kleinstunternehmen, kurz EKU. Und dieser Initiative für Ein-Personen- und Kleinstunternehmen ist es auch zu verdanken, dass wir heute dieses Webinar kostenfrei für Sie senden können. Bei dieser Initiative sind dabei alle 12 Industrie- und Handelskammern in ganz Baden-Württemberg. Und werfen wir mal einen Blick auf das Programm. Zu Beginn haben wir uns über das Thema Social Media Marketing ausgetauscht. Da ging es darum, wie kann ich mein Produkt, mein Unternehmen und meine Dienstleistung auf Instagram platzieren. Danach haben wir den Blick etwas über den Tellerrand schweifen lassen, denn wir haben uns mit dem Thema beschäftigt, die digitale Transformation 5.0. Und zu guter Letzt bei unserem letzten Termin vor kurzem, da haben wir so das Themenfeld des Vertriebes angekratzt, wo wir darüber gesprochen haben, wie schaffe ich es denn eigentlich, aus einem Interessenten einen Kunden zu machen. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Recht, nämlich mit dem Thema Arbeitsrecht. Und wenn wir es also schaffen, vielleicht wir starten in die Selbstständigkeit als ein Mann oder als ein Frau-Unternehmen, wir generieren die ersten Aufträge, die ersten Kunden, die ersten Umsätze und vielleicht läuft das Geschäft auch ganz gut, dann stehen wir ja irgendwann vor der Frage. Nämlich wir stehen vor der Frage, möchten wir wachsen, ja, oder bleiben wir ein Kleinstunternehmen? Und wenn man wachsen möchte, dann führt eigentlich fast kein Weg daran dabei, Mitarbeitende in das Unternehmen einzustellen. Und genau dann kommt man das erste Mal in Kontakt mit dem Thema Arbeitsrecht. Und das kann natürlich sehr verwirrend sein. Es ist schwierig, vor allem, wenn man sich das erste Mal mit dem Thema auseinandersetzt. Aber heute in unserem digitalen Impuls von Herrn Lehmkühler erhalten Sie das Rüstzeug, um mit den wichtigsten und den häufigsten Problemfällen im Themenbereich des Arbeitsrechts sich zurechtzufinden. Und Ihr Referent heute, Thorsten Lehmkühler, ist Fachanwalt für Arbeitsrecht bei der SLP Anwaltskanzlei, die Standorte in Reutlingen, Heilbronn und München hat. Und bevor es losgehen kann, habe ich noch drei Hinweise für Sie. Nummer eins, Sie erhalten wie immer im Nachgang an dieses Webinar die Folien als Handout. Zweitens, die Aufzeichnung wird Ihnen im Nachgang an dieses Webinar wie immer auch zur Verfügung gestellt. Und drittens, Sie haben die Möglichkeit, über das Tool Mentimeter Fragen einzureichen. Alles, was Sie dazu tun müssen, ist diesen QR-Code scannen mit Ihrem Handy. Wir blenden diesen QR-Code auch immer wieder ein im Verlauf der Präsentation. Zusätzlich haben Sie alle vor knapp 2 Tagen die Teilnahmeinformationen bekommen und auch hier finden Sie den Direktlink zum Fragentool Mentimeter. Und genug meiner Worte, Herr Lehmkühler, ich freue mich auf die nächsten 60 Minuten von Ihrem Vortrag und im Anschluss werden wir noch ca. 30 Minuten eine kleine Diskussionsrunde haben und auf Ihre Fragen eingehen. Herr Lehmkühler. Ja, vielen Dank. So, warten wir noch kurz, bis es umgebaut ist. So, hier haben wir es. Und dann kann es losgehen. Gut, vielen Dank, Herr Schoch, meine sehr geehrten Damen und Herren an den Bildschirmen, wo immer Sie auch uns zuhören. Das heutige Thema für Sie natürlich brandneu und insbesondere für Ihren weiteren Weg auf der Selbstständigkeit spielt das Arbeitsrecht eine enorme Bedeutung, weil das Arbeitsrecht ist zwar vielfach kodifiziert in zahlreichen Gesetzen, es sind über 100, 200 Gesetze und dennoch wird das Arbeitsrecht heute ausschließlich durch die Rechtsprechung bestimmt. Das heißt, Sie müssen sich fortlaufend eigentlich, und das ist eigentlich unsere Aufgabe, sich mit der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und in letzter Zeit halt zunehmend auch durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs wühlen. Und wir konnten eigentlich keinen besseren Zeitpunkt finden, als mit dem Arbeitsrecht heute zu starten. Denn es ist so, dass gerade zum 1.8.2022 auch für diejenigen, die neu in das Arbeitsleben starten und insbesondere auch als Unternehmer, Nachweispflichten neu konfiguriert worden sind. Das heißt, die Verpflichtung, schriftliche Arbeitsverträge dann eben auch zu schließen,
hat ein neues Gesicht bekommen. Ja? Und damit möchte ich Sie ein bisschen vertraut machen. Wie gesagt, wir werden den ganzen Vortrag nicht schaffen. Das ist aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Wir haben Folien zusammengestellt, die dann auch die Kündigung betreffen, von denen Sie als Selbstständiger mit bis zu 10 Arbeitnehmern zunächst mal nicht vollständig befasst sein werden, weil der Kündigungsschutz eben bei erst ab einer Grenzzahl von 10 Arbeitnehmern anfängt. Das heißt, bis dahin werden Sie mit dem Kündigungsschutz im Allgemeinen, also im allgemeinen Kündigungsschutz, noch nicht sehr viel zu tun haben. Aber ich muss darauf eingehen, und das sollten Sie wissen, auch wenn Sie wachsen, dass eben ab 10 spielt die Musik im allgemeinen Kündigungsschutz, und der besondere Kündigungsschutz, insbesondere von denen, die Elternzeit in Anspruch nehmen oder auch eine Mitarbeiterin, die Sie einstellen, die schwanger wird, das gilt auch schon ab Unternehmen mehr oder weniger mit einem Mitarbeiter. Das heißt, auch dieser besondere Kündigungsschutz spielt eine Rolle. Wie gesagt, ich möchte mich gar nicht großartig vorstellen. Ich bin langjährig nicht nur mit der IHK verbunden, sondern auch als Referent fast seit 30 Jahren unterwegs. Deshalb wird es vielleicht etwas, weil wir es in einer Stunde schaffen müssen, etwas schneller gehen. Aber wie gesagt, in der Anschlussrunde werden wir genügend Zeit haben, uns auch mit Themen auszutauschen, die Ihnen vielleicht auf den Nägel brennen. Deshalb will ich auch gleich starten. Das ist so der Themenkatalog, den ich mit Ihnen durchgehen will. Also ganz am Anfang, wenn es um die Ausschreibung von Arbeitsplätzen geht, dann, wenn Sie eine Stellenanzeige schalten, da wird es dann schon, das Arbeitsrecht ist eben voller Tretminen. Das heißt, Sie müssen bereits dort unheimlich aufpassen, dass Sie nicht als Jungunternehmer mit Schadenersatz oder Entschädigungszahlungen an abgelehnte Bewerber beginnen. Deshalb ist es für mich wichtig, Ihnen auch dort die Risiken aufzuzeigen. Dann werden wir kurz darauf eingehen. Das kann man natürlich nicht komplett machen, weil ein Arbeitsvertrag, da könnte man Tage drüber reden, aber zumindest mal die Bullet Points, die will ich Ihnen doch kurz vorstellen. Kurz auch, klar, Sie müssen natürlich Mitarbeiter anmelden, bei der Sozialversicherung, beim Finanzamt. Das sind Themen, die Sie machen müssen, und dann werden wir uns mit Arbeitnehmerschutzvorschriften beschäftigen und dann auch mit Themen im ungekündigten Arbeitsverhältnis. Ja, was dürfen Sie anweisen? Ja, wo bestehen Risiken, wenn ein Mitarbeiter erkrankt? Ja, das sind Themen, die möchte ich mit Ihnen besprechen, oder auch, wenn Sie einen Mitarbeiter, was häufig ist, dass Sie einen Mitarbeiter, weil Sie noch nicht wissen, wie der sich entwickelt, vielleicht befristet beschäftigen wollen. Das ist ein ganz zentrales Thema, unabhängig davon, wie groß das Unternehmen ist. Ob das 2 oder 3 sind, das ist eigentlich irrelevant. Wie gesagt, zum Schluss die Frage der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, da werden wir vielleicht ein bisschen mehr springen. Vielleicht gibt es dann auch Fragen in der Diskussion, aber da werde ich etwas schneller drüber gehen. Und die Betriebsprüfung ist auch ein Thema natürlich, was immer sein kann, wenn Sie vor allen Dingen, davor will ich warnen, wenn Sie in Anführungszeichen sehr schnell dazu übergehen, ob ich einen Arbeitnehmer beschäftige oder ob Sie sagen, naja, die Sozialversicherung will ich mir sparen und deshalb mache ich vielleicht einen freien Beratervertrag. Das kann sehr, sehr nachteilige Folgen, insbesondere im Hinblick auf die Sozialversicherung haben, wenn die deutsche Rentenversicherung dann kommt und nachzahlen lassen will. Also das ist so der Themenabriss für den heutigen Tag. Und jetzt, bevor es in die Bewerbung geht, dann haben Sie natürlich, das mag Ihnen kompliziert klingen, aber der Gesetzgeber hat 2016 ein Programm aufgestellt, bei dem es darum geht, gleich auch noch bevor das Arbeitsverhältnis begründet wird, bestimmte Pflichten aufzustellen im Hinblick auf den Umgang mit Bewerbern. Sie müssen also nicht nur erst im Arbeitsverhältnis darauf achten, sondern auch im vorgelagerten Bewerbungsverfahren, ob Sie vielleicht Mitarbeiter benachteiligen. Ja, und das fängt, Rasse ist ein unschöner Begriff, hat auch nichts mit Rasse aus dunkler Vorzeit zu tun,
sondern tatsächlich von der Abstammung her, ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, Behinderung und vor allen Dingen, das ist der Hauptpunkt, wo es in der Vergangenheit immer darum geht, dass sie niemanden benachteiligen wegen des Alters. Ja? Und da ist insbesondere Vorsicht geboten, weil man da sehr unvoreingenommen möglicherweise die erste Stellenanzeige schaltet. Und dann hat man vielleicht schon den Schadenersatz am Bein, weil man glaubt, ein Mitarbeiter für die Aufgabe, für die ich ihn einstellen will, muss ein bestimmtes Geschlecht haben, weil er schwer tragen muss. Ja? Dass man sagt, das können nur Männer. Völliger Unsinn. Oder es ist eine filigrane Arbeit, die Sie in Ihrem Unternehmen vermitteln oder produzieren müssen. Das ist nicht per se Frauen vorbehalten. Deshalb müssen Sie, auch wenn Sie einen bestimmten Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin, Klammer auf, divers möglicherweise auch suchen oder suchen müssen, darauf achten, bereits bei der Bewerbung keine Fehler zu machen. Ja, das möchte ich Ihnen ans Herz legen, weil bereits die falsche Stellenanzeige führt dazu, dass Sie Schadenersatzansprüchen oder Entschädigungsansprüchen ausgesetzt sind, egal ob Sie den Mitarbeiter dann tatsächlich einstellen oder nicht. Und das fängt bei den Stellenausschreibungen an. Ja, das ist das, was man früher immer gemacht hat. Ja, ich suche Young Professionals, ich suche Mitarbeiter zwischen 35 und 45, ich suche einen Rentner im Nebenerwerb. Ja, aber diese Stellenanzeigen knüpfen sämtlich an das Alter an. Und dann müssen Sie sich fragen, warum muss es ein Mitarbeiter sein, der ein bestimmtes Alter erreicht oder noch nicht erreicht hat? Ja? Sie geben damit, bringen zum Ausdruck, dass Sie eben bestimmte Mitarbeiter eines anderen Alters nicht in Ihrem Unternehmen haben wollen. Und das sind die Fälle, wo dann die abgelehnten Bewerber, das sind die Fälle, so hat es mal angefangen, die 56-jährige Informatikerin aus Russland, die nicht eingestellt worden ist, weil sie zum Beispiel eine Stellenanzeige geschaltet haben, wir suchen jung dynamischen Informatiker für unseren kleinen Betrieb und zack ist es schon passiert, sie können eigentlich schon 3 Bruttomonatsgehälter als Schadenersatz zurückstellen, weil diese Mitarbeiterin, wenn sie sie ablehnen, als Indiz für die Benachteiligung die Stellenanzeige vorlegt, die sie geschaltet haben. Ja? Weil sie mit dieser Ausschreibung bereits zum Ausdruck gebracht haben, ich will eben keine älteren Mitarbeiter. Und ob der Mitarbeiter qualifiziert ist, ob der aufgrund seiner Ausbildung sowieso nicht eingestellt worden wäre, weil er die Qualifikation nicht hat, spielt dann überhaupt keine Rolle mehr. Sie haben diesen Schadenersatz zu zahlen aufgrund des Indizes der Geschlechter- oder der Altersbenachteiligung, die Sie bereits in der Stellenanzeige zum Ausdruck gebracht haben. Deshalb möglichst neutral. Sie suchen immer einen Mitarbeiter, Klammer auf, männlich, weiblich und nach Änderungen des Personalstandsgesetzes auch D für divers. Ja? Ich habe zwar noch keine Fälle gehabt, wo sich dann jemand beklagt hätte, wenn er abgelehnt worden wäre, aber Sie werden das in den Stellenanzeigen verfolgt haben. MWD ist die klassische Ausschreibung für alle Mitarbeiter, um jedenfalls keine Geschlechterbenachteiligung schon zu signalisieren. Und wie gesagt, auch dieses jung dynamisch oder für unser jung dynamisches Team, selbst wenn Sie ganz frisch starten und alle von Ihnen, die Sie gemeinsam zusammensitzen, im Alter aufgestellt sind zwischen 25 und 35, dann schaffen Sie mit so einer Anzeige bereits die Grundlage für Entschädigungszahlung. Deshalb bitte nicht. Seien Sie da sehr vorsichtig. Sie suchen einen Mitarbeiter, egal welchen Geschlechts, ohne dass Sie auf das Alter abstellen. Und auch wenn Sie modern aufgestellt sind in digitalen Stellenanzeigen oder auch auf Ihrer Homepage mit einem schönen Formblatt zum Ausfüllen, bitte lassen Sie dort alles weg, was in irgendeiner Weise
in Richtung Geschlechterbenachteiligung geht. Es ist nicht so wie die Amerikaner. Ja? Also die Fragen zum Beispiel auf dem Online-Fragebogen für Bewerber, Geburtstag, lassen Sie es weg. Es spielt ja für Ihren Job mal grundsätzlich keine Rolle. Ja? Es sei denn, Sie haben ein spezielles Produkt, ja? Wo Sie sagen, Sie verkaufen Bademoden für Frauen, für junge Frauen oder irgendwas, dann können Sie natürlich da schon eine Differenzierung vornehmen aufgrund des Produktes. Aber selbst da wäre ich vorsichtig, weil es sind Entscheidungen gefällt worden. Zum Beispiel eine Schule hat eine Lehrerin für den Mädchensportunterricht gesucht. Die Schule hat in dem Prozess verloren, weil man gesagt hat, und das ist schon grenzwertig, dass man gesagt hat, ein Mann kann genauso gut den Sportunterricht für junge Mädchen ausführen. Die Bedenken, die die Schule hatte, sind nachvollziehbar, aber wie gesagt, alles, was benachteiligend wird, Alter, insbesondere Alter und Geschlecht, lassen Sie bitte weg. Auch solche regionalen Schwierigkeiten, die entstehen können, spielen eigentlich für die Bewerbung keine Rolle. Sie müssen sich immer selber hinterfragen, ist es notwendig, dass ich wissen muss, wie alt der Mitarbeiter ist? Ist es notwendig zu wissen, welches Geschlecht der Mitarbeiter hat? Ist es wichtig zu wissen, woher er kommt? Ganz klar dürfen Sie fragen, ob er eine Aufenthaltserlaubnis hat, weil das ist für Sie wichtig hinterher, weil ohne Aufenthaltserlaubnis außerhalb von EU-Staaten dürfen Sie einen Mitarbeiter möglicherweise nicht beschäftigen. Aber ansonsten verbieten sich solche Fragen, die an Diskriminierungsmerkmale des sogenannten Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes anknüpfen. Lassen Sie es also bitte weg und projizieren Sie Ihre Fragen ausschließlich auf die Aufgabe, die der Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen ausüben soll. Das ist allein entscheidend und sonst nichts. Also Sie fragen auch nicht, da komme ich zu der nächsten Folie, wie sieht es aus mit Fragen? Was darf ich denn eigentlich fragen? Ja, ich muss ja irgendwas von dem Bewerber wissen. Und da ist es zunächst mal der Grundsatz, wenn Sie eine unzulässige Frage stellen, darf der Bewerber sanktionslos lügen. Ja? Also die Frage, sind Sie schwanger? Eine unzulässige Frage, ja? Spielt keine Rolle für die Aufgabe, auch wenn Sie möglicherweise als erster Arbeitgeber sich damit konfrontiert sehen, dass die Mitarbeiterin unmittelbar nach Aufnahme mitteilt, dass sie schwanger ist und deswegen ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen wird oder die Mitarbeiterin halt nach den Mutterschutzfristen und sich anschließender Elternzeit nicht mehr in den Betrieb zurückkehrt. Ja. Und wir hatten die Fälle, eine Mitarbeiterin eingestellt, schwanger, dann auf die Suche nach der nächsten Mitarbeiterin wieder eingestellt, ebenfalls schwanger, dann haben Sie die Vermehrung natürlich von Mitarbeitern, aber das nimmt der Gesetzgeber in Kauf. Das ist eine unzulässige Frage, weil Geschlechter diskriminierend. Des Weiteren die Frage natürlich, welche Fähigkeiten hat er, dürfen Sie selbstverständlich fragen. Sie dürfen danach fragen, ob er frei ist, ja, das heißt, oder ob er mit einem Wettbewerbsverbot bei noch einem anderen Unternehmen gebunden ist. Das dürfen Sie selbstverständlich fragen. Sie müssen ja wissen, wann kann der überhaupt beginnen. Ja? Bei der Frage nach dem Alkohol- oder Drogenkonsum, da hört es schon auf. Ja? Die Frage, sind Sie drogen- oder alkoholabhängig, hat mal grundsätzlich, abhängig vielleicht von ein paar Personengruppen, bei denen man das anders beurteilt, wie beim Berufskraftfahrer oder auch beim Chirurg, schon einen Einschlag, den Sie beachten müssen, weshalb die Frage insofern unzulässig, als unzulässig angesehen wird. Sie dürfen mal grundsätzlich auch nicht nach Krankheiten fragen. Ja? Sie dürfen nur fragen, sind Sie gesundheitlich in der Lage, die Aufgabe, für die Sie vorgesehen sind, auszuüben? Ja? Also es wäre keine
Benachteiligung wegen einer Behinderung zum Beispiel, wenn Sie einen Rollstuhlfahrer ablehnen, der aber als Lagerist zum Beispiel über alle Etagen eines Hochregallagers im Zweifel klettern muss, um eine festsitzende Palette wieder zu lösen. Also da könnten Sie ablehnen und sagen, es tut mir leid, aber Sie müssen eben folgende Tätigkeiten ausüben. Dann benachteiligen Sie zwar wegen der Behinderung, aber es ist gerechtfertigt durch die Arbeitsaufgabe, die der Mitarbeiter ausüben soll. Und das ist das, was Sie bei der Bewerbung beachten müssen. Was ist entscheidend für die Aufgabe? Das ist, muss nicht das Alter sein, das ist das Geschlecht nicht. Die ganzen Fragen Homosexualität, sexuelle Neigung spielt für die Arbeitsaufgabe keine Rolle. Lebensalter, Nichtrauchereigenschaft, da werden Sie wahrscheinlich zucken. Warum soll man danach nicht fragen? Wir hatten die Fälle. Der Nichtraucher oder der Raucher, der starke Raucher kann, so wurde es mal in einem Fall entschieden, bereits behindert sein. Warum? Weil er natürlich, um seinem Nikotinbedürfnis nachzugehen, mehr Pausen machen muss als ein Nichtraucher. Und diese Abweichung von dem Anführungszeichen Normalzustand könnte bereits in Richtung Behinderung gehen. Ich halte es zwar für überzogen, aber es ist schon entschieden worden. Parteizugehörigkeit spielt überhaupt keine Rolle. Religionszugehörigkeit spielt keine Rolle. Schwangerschaft spielt keine Rolle. Danach dürfen Sie nicht fragen. Also auch bei nach der Schwerbehinderteneigenschaft. Ja, der Schwerbehinderte hat, das werden Sie dann noch merken, der hat Anspruch auf mehr Urlaub. Ja, aber trotzdem dürfen Sie danach nicht fragen. Vorstrafen nur bei Ausnahmen für, wenn der besetzende Arbeitsplatz zum Beispiel mit besonders vertrauenswürdigen kaufmännischen Tätigkeiten verbunden ist. Ansonsten dürfen Sie es nicht fragen. Ganz wichtig, das möchte ich Ihnen sagen, wir haben die Nachweispflicht. Ab 1.8.22 müssen Sie einem Arbeitnehmer spätestens am ersten Tag und teilweise binnen 7 Tagen eben bestimmte wesentliche Arbeitsbedingungen nachweisen, wenn er das verlangt. Und das spielt auch eine Rolle für den, von uns empfohlen natürlich, den Abschluss eines schriftlichen Arbeitsvertrages, was da alles drin sein muss. Das ist ein Katalog, der wurde zum 1.8. dieses Jahres vollständig neu gefasst. Und das ist das Neue daran, deshalb müssen Sie es ganz besonders wissen, es ist mit Bußgeldern versehen. Ja? Also für jede versäumte Nachweispflicht hat der Gesetzgeber zwischenzeitlich für den Arbeitgeber ein Bußgeld von 2.000 Euro für jeden Fall des Verstoßes vorgesehen. Das heißt, Sie sind gut beraten, sich an diesen nachzuweisenden Arbeitsbedingungen zu orientieren. Er muss wissen, wer sind Sie? Ja? Sind Sie Einzelkaufmann? Sind Sie eingetragener Kaufmann? Sind Sie eine UG, eine GmbH? Wer steht einem als Vertragspartner gegenüber? Wann beginnt es? Wenn Sie befristen, hat er Anspruch darauf, mitgeteilt zu bekommen, wann das endet oder wann beabsichtigt ist, dass das endet. Den Arbeitsort oder in Zeiten mobilen Arbeitens eben auch die Frage, besteht die Berechtigung, auch außerhalb des Betriebes zu arbeiten? Das muss nachgewiesen werden. Kurze Charakterisierung der Tätigkeit wird eingestellt als Lagerist, als Servicekraft, als Sekretärin. Also er muss wissen, welche Arbeit er im Rahmen des Arbeitsverhältnisses zu leisten hat. Sofern vereinbart, Probezeit. Ja, Probezeit kommen wir nach zu maximal 6 Monate. Und erweitert auch, wie setzt sich die Vergütung zusammen? Und zwar alle Vergütungsbestandteile müssen da rein. Also VWL, Schmutzzulagen, was Sie halt sonst noch bezahlen und auch, ob Sie Überstunden für Überstunden Zuschläge bezahlen, was Sie nicht müssen. Auch das muss bei der arbeitsvertraglichen Regelung beachtet werden. Ruhezeiten, Ruhepausen, dazu komme ich noch, dass ich welche gesetzlichen Ruhezeiten vereinbart werden müssen. Und wie gesagt, die Arbeit auf Abruf will ich mal weglassen, das ist ein Spezialthema, aber der Erholungsurlaub ist wichtig,
die Frage, ob Sie eine betriebliche Altersversorgung gewähren wollen. Das müssen Sie letztendlich natürlich nicht. Und das ist neu, das ist besonders wichtig, Sie müssen in den Arbeitsvertrag aufnehmen, dass der Arbeitnehmer sich für den Fall, dass er gekündigt wird, gegen die Kündigung zur Wehr setzen kann durch Erhebung einer Klage beim Arbeitsgericht binnen 3 Wochen. Andernfalls gilt die Kündigung als rechtssicher oder rechtsgemäß, sage ich mal. Wenn der Arbeitnehmer die Frist versäumt, dann ist die Kündigung wirksam. Aber diesen Hinweis, der muss bereits im Arbeitsvertrag aufgenommen, wirklich völlig neu, und ich kenne keinen Arbeitsvertrag vor dem 01.08.2022, der diesen Katalog Nummer 14 enthält. Wichtig ist, früher konnte man Arbeitsverträge bis zur Grenze der Sittenwidrigkeit abschließen, ja? Weil man sagte, jeder ist seines Glückes Schmied, sind alles, in Anführungszeichen, sofern es der Fall ist, volljährig, die wissen also, was sie unterschreiben. Und da wurde der Vertrag nur daraufhin kontrolliert, ob er grob sittenwidrig ist oder das vereinbarte Entgelt bzw. der Lohn oder das Gehalt Wuchergrenzen überschreitet, also in dem Sinn, dass es zu wenig ist. Das ist nicht mehr so. Die Gerichte prüfen seit 2001 die Arbeitsverträge wie allgemeine Geschäftsbedingungen. Sie müssen sich vorstellen, dass der Arbeitsvertrag ist wie das Kleingedruckte beim Liefervertrag. Ja, so guckt das Arbeitsgericht die Verträge an. Also es findet in ganz verstärktem Maße eine Kontrolle der Arbeitsverträge statt. Und alles, was in der Vergangenheit mal liebgewonnen war, nehmen Sie mal die Klausel, die alle Kleinunternehmer auch drin haben oder hatten vielmehr. Mit der Vergütung sind alle Überstunden abgegolten. Ja, das hat man gerne gemacht, weil man gesagt hat, der hat gearbeitet und der weiß, der muss so viel arbeiten, wie es halt geht, wie arbeitszeitrechtlich zulässig ist, kriegt dafür aber keinen Cent mehr. Ja, das hat das Bundesarbeitsgericht schon lange gekippt, weil man gesagt hat, das ist intransparent, also unklar, weil der Arbeitnehmer eben nicht weiß, muss ich für 2000 Euro 40 Stunden arbeiten oder muss ich vielleicht 48 Stunden arbeiten? Ja? Also unwirksam, mit der Folge, dass dann das Gesetz gilt und das Gesetz heißt, wenn der Arbeitnehmer die Erwartung hat, dass er für die Arbeit Geld kriegt, dann müssen sie es auch bezahlen. Also daraufhin wird es überprüft. Also wenn Sie einen Arbeitsvertrag machen, bitte nicht alles zusammenschreiben und dann die Unterschrift, weil das könnte natürlich überraschend oder mehrdeutig sein, weil der Arbeitsvertrag so ein Krautwickel von Bestimmungen ist, die so unübersichtlich gestaltet sind, dass es niemand verstehen kann. Und da sagt der Gesetzgeber dann, naja, da ist wohl beabsichtigt, dass man den Arbeitnehmer in die Irre führen will oder dass er nicht merkt, was man ihm unterjubelt. Deshalb klare Strukturierung, dass wirklich unter der Überschrift und darunter nur dasjenige steht, was man eben auch mit der Überschrift zum Ausdruck bringen soll. Nicht unklar, nicht intransparent, nichts Verstecktes. Und bei den Fristen, wie gesagt, das wäre schon zu speziell, aber merken Sie sich bei der Vertragsgestaltung zunächst mal klar, sauber, verständlich, nicht mehrdeutig. Das heißt transparent, weil das macht das Bundesarbeitsgericht seit Jahren. Ja? Seit Jahren ist der Eingangssatz des Bundesarbeitsgerichts, so einfach er auch klingt, der Arbeitnehmer muss, wenn er den Vertrag unterschreibt, wissen, was auf ihn zukommt. Das ist die auf eine einfache Formel gebracht, das, was jedes Urteil letztendlich voranstellt. Daran müssen Sie sich messen lassen. Ein kleiner Ausflug natürlich in den Bereich der Sozialversicherung. Also Sie müssen natürlich den Mitarbeiter, wenn Sie einen anstellen, Sie müssen ihn beim Betriebsstättenfinanzamt anmelden. Die elektronischen Daten personenbezogen übermitteln. Sie müssen den Mitarbeiter anmelden bei der jeweiligen Krankenkasse als Einzugsstelle
über die die Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden. Die zentrale Norm ist natürlich, an wen wird gemeldet? An die Krankenkasse des Mitarbeiters. Sie müssen den Beginn, das Ende der versicherungspflichtigen Beschäftigung und Ausbildungsverhältnisse melden, darüber hinaus möglicherweise auch Einmalzahlungen, wenn er die Krankenkasse wechselt, wenn die Beitragspflicht sich ändert und dann immer zu dem Zeitpunkt, wo sich das Betreffende ändert, verbunden mit der Jahresmeldung. An jedem Jahresende müssen Sie eine Jahresmeldung machen und dann melden Sie eben Versicherungsnummer, personenbezogene Angaben des Mitarbeiters und die Betriebsnummern. Da bekommen Sie aber dann sicherlich regelmäßig von der Krankenkasse Auszüge, wie so eine Meldung zu laufen hat. Die zentrale Norm ist, und das klingt einfach, aber da möchte ich Sie für sensibilisieren, es geht um Beschäftigungsverhältnisse, also um Arbeitnehmer. Ja? Und was ist eigentlich ein Arbeitnehmer? Ein Arbeitnehmer, mal losgelöst, ob sie einen schriftlichen Vertrag geschlossen hat oder nicht, ist jemand, der nach ihren Weisungen arbeitet, weil sie bestimmen, was er tun soll, und der in den gesamten Betriebsablauf eingegliedert ist. Das heißt, entweder in der Zusammenarbeit mit anderen Mitarbeitern oder mit den Produktionsmitteln oder den Arbeitsmitteln, die sie haben. Das ist Eingliederung. Ja. Das sind die beiden zentralen Punkte für ein Arbeitsverhältnis. Das wurde auch zwischenzeitlich im Gesetz kodifiziert. Und das müssen Sie beachten. Klingt einfach, ist aber möglicherweise kompliziert. Deswegen, weil man immer wieder versucht, Vertragsverhältnisse zu schaffen, um sich an der Sozialversicherungspflicht vorbeizumogeln, ja, durch Scheinselbstständige. Ja, da komme ich gleich dazu. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann führen Sie natürlich, wenn die Arbeitnehmer gemeldet sind, müssen Sie die Sozialversicherungsbeiträge abführen. Das heißt, die Rentenversicherungsbeiträge Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Sie führen immer für beide ab, ziehen aber natürlich den Arbeitnehmeranteil, den der Arbeitnehmer selber zu tragen hat, bei der Bruttovergütung ab. Das Gleiche für die Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung und Pflegeversicherung. Das ist für mich das Wichtige. Ich hatte eben gesagt, dass der Arbeitnehmer sich dadurch auszeichnet, dass er persönlichen Weisungen unterworfen ist und dass er in den Betrieb eingegliedert ist, während der Selbstständige vor allem im Hinblick auf die Arbeitszeit frei ist und, das ist das Wesentliche, seine Arbeitszeit im Wesentlichen frei gestalten kann. Also in dem Moment, wo Sie den Arbeitnehmer vorgeben, wann er was zu tun hat, ist es ein Arbeitnehmer. Punkt. Ja? Sie müssen sich eben, wenn Sie mit freien Mitarbeitern zusammenarbeiten wollen, dann müssen Sie denen auch die Freiheit lassen, zu entscheiden, wann sie arbeiten. Das ist dann deren Sache. So wie dem Handwerker, sofern sie ihn heute noch kriegen, der kommt eben, wenn er sagt, ich habe freie Kapazitäten. Dem können Sie nicht sagen, Sie sind morgens um 8 Uhr da und reparieren mir meine Spülmaschine. Ja? Der kommt, wenn es ihm passt, ja? Wenn er die Zeit hat, für Sie tätig zu sein. Das ist der Unterschied beim Arbeitnehmer. Der wird angewiesen, der muss nach Ihren Weisungen arbeiten. Also, der Arbeitnehmer hat kein Unternehmerrisiko. Er muss seine Arbeitsleistung höchstpersönlich, das heißt in seiner Person erbringen. Er kann die Arbeit nicht an jemand anderen weitergeben. Ja? Er wird fest eingeplant in die Arbeitsabläufe. Er nutzt Ihre Betriebsmittel und er ist Ihren Weisungen unterworfen. Das ist alles anders beim Freien. Ja? Der hat ein Unternehmerrisiko, so wie Sie, wenn Sie frisch starten. Ja? Dann müssen Sie Produktionsmittel kaufen, damit Sie irgendwas, eine Dienstleistung oder ein Produkt für andere letztendlich vorbereiten können. Das ist der Unterschied und der muss auch nicht selber arbeiten. Der kann sagen, das macht mein Geselle, das macht irgendjemand anders, dem kann ich die Arbeit übertragen. Das kann der Arbeitnehmer nicht, der muss es selber machen. Die Risiken, die daran geknüpft sind, die möchte ich Ihnen vor Augen halten. Also wenn der freie Mitarbeiter sagt, in Wahrheit musste ich immer nach das tun, was der Unternehmer wollte,
dann kann der, klagt der auf Feststellung der Arbeitnehmereigenschaft. Und wenn das feststeht, meistens im Zusammenhang mit einer Kündigung, dann müssen Sie Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen. Dann gilt das Kündigungsrecht, der hat den Kündigungsschutz möglicherweise. Der Arbeitgeber haftet gegenüber dem Finanzamt für nicht abgeführte Lohnsteuer und die Deutsche Rentenversicherung kommt auf Sie zu und will, weil es tatsächlich entgegen Ihrer Einschätzung eben kein freier Mitarbeiter, sondern ein Arbeitnehmer war und fordert rückwirkend in der Regel auch für 4 Jahre, bei Vorsatz 30 Jahre lang, die Sozialversicherungsbeiträge zurück. Und das, glauben Sie mir, das kann richtig ins Geld gehen. Ja? Und Sie können es sich vom dann Arbeitnehmer nicht wiederholen, in der Regel. Und im schlimmsten Fall ist es auch mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft oder strafbar. Ich will Ihnen mal zeigen, wie sich sowas auswirkt. Wenn Sie glauben, Sie zahlen einem Mitarbeiter auf der Basis einer freien Mitarbeit 2.500 Euro. Das ist ja im Prinzip eine Nettoabrede, die Sie mit dem treffen. Ja? Und was für ein Unterschied das ausmacht zwischen 2.500 Euro brutto und 2.000, ich habe es jetzt mal etwas gerundet, damit es passt, 2.500 Euro netto. Alles das, was dazwischen liegt, ja, das holt sich von Ihnen das Finanzamt bzw. die Rentenversicherung. Ja. Hier kriegt der Arbeitnehmer, wenn es eine Bruttoabrede war, eben 1.866 Euro raus, in der Regel mal bei einem bestimmten sozialversicherungsrechtlichen Angaben. Und wenn Sie es, was die Rentenversicherung macht, die rechnet hoch. Die sagt, was hätte er denn, weil er Arbeitnehmer ist, eigentlich verdienen müssen? Und dann sind Sie bei 5,5. Ja? Und das sehen Sie an den Jahressummen, wie das differieren kann. Und alles, was dazwischen liegt, holt sich das Finanzamt oder die Deutsche Rentenversicherung von Ihnen wieder. Also bitte erliegen Sie nicht der Versuchung, leichtfertig freie Mitarbeiter einzustellen, sondern stellen Sie es auf solide Füße, wenn Sie einen Arbeitnehmer einstellen. Kurz, Schutzvorschriften ganz oben, immer mehr zunehmend, europäisches Recht, dann kommt das Grundgesetz, dann kommen Gesetze, das wird für Sie keine Rolle spielen, Tarifverträge, Vereinbarungen, aber in der Regel werden Sie sich beschäftigen müssen mit diesen dreien und mit dem Arbeitsvertrag und dem Weisungsrecht. Das Weisungsrecht ist das elementarste Recht des Arbeitgebers, dass nämlich der Arbeitgeber sagen kann, was der Arbeitnehmer zu tun hat. Hier nur mal ein Überblick, was es alles für Arbeitsgesetze gibt. Ja, alles Schutzgesetze. Arbeitsrecht ist Arbeitnehmerschutzrecht. Deshalb werden die Arbeitsverträge auch immer länger, weil man versucht, das, was man regeln darf, abweichend vom Gesetz natürlich auch zu regeln. Weil alles, was im Gesetz steht, schützt den Arbeitnehmer. Das ist so. Egal ob das Mutterschutz, Kündigungsschutz, Mindestlohn, der jetzt zum 1.10. dann auch auf 12 Euro ansteigt, das ist für einen Kleinunternehmer dann schon eine ziemliche Belastung, auch wenn es insbesondere unqualifizierte Tätigkeiten sind. Aber der Mindestlohn ist für Sie gesetzt. Ab 1.10. gelten die 12 Euro und wenn Sie das nicht machen, dann riskieren Sie eben auch Ordnungswidrigkeiten oder die strafrechtliche Verfolgung. Und die Kontrolle durch die Zollbehörden sind relativ streng und unangenehm. Das sollte man vermeiden. Ganz kurz, wie gesagt, mal, es gibt besondere Schutzbestimmungen natürlich für Schwangere. Das kann immer passieren, wie gesagt, wenn Sie, das ist ja auch nichts Tragisches, weil Sie natürlich dann sagen, oh, jetzt habe ich gerade jemand eingestellt und die Arbeit muss ja gemacht werden. Ich habe Verständnis für die Mutter, aber was mache ich denn jetzt? Ja, Sie müssen dann eben diese besonderen Schutzvorschriften respektieren. Das heißt, dass die Mitarbeiterin bestimmte Arbeiten nicht machen darf. Sie kann auch, wenn das zum Schutz des ungeborenen Lebens notwendig ist, auch nicht zu Überstunden, zu Nachtarbeit und so weiter herangezogen werden und darf in den letzten 6 Wochen vor der Entbindung und 8 Wochen danach nicht beschäftigt werden. Ja, also das Verbot, die Mitarbeiterin zu beschäftigen auf das
auf den Schutz vor der Geburt kann die Mitarbeiterin verzichten, auf den Schutz nach der Geburt nicht mehr. Mutterschutz heißt auch Entgeltschutz. Das heißt, während der Mutterschutzfristen hat die Mitarbeiterin einen Anspruch darauf, den Mutterschutzlohn weiterzuerhalten, flankiert durch eine Aufstockung durch die Kasse, den sie aber hinterher zurückerstattet bekommen. Das ist wichtig hier nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz. Wird der Zuschuss, den der Arbeitgeber zu diesem Mutterschutzlohn leistet, wieder erstattet auf Antrag. Das gilt bis zu 20 Arbeitnehmern. Das heißt, Sie als Gründer sind davon betroffen. Das heißt, Ihnen wird dieser Zuschuss, den Sie zahlen müssen, dann eben auch wieder erstattet. Elternzeit, nein, das ist die Folge meistens, dass natürlich sich die Mutter nach der Entbindung um das Kind kümmern muss und damit eben nicht mehr in dem Umfang zur Verfügung steht, wie das davor der Fall war, sei es, dass sie in Teilzeit geht oder eben sagt, ich nehme bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres eben Elternzeit in Anspruch. Und das hängt nicht davon ab, ob Sie zustimmen oder nicht. Wenn der Antrag gestellt wird, muss das gewährt werden, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres. Das lasse ich mal weg. Arbeitszeit, ganz wichtig, auch das, aktueller könnte dieses Seminar nicht sein. Am 13.09. hat das Bundesarbeitsgericht entschieden, dass die Arbeitszeit, und das ist der Zeitraum vom Aufnahme der Tätigkeit bis zur Beendigung, vollständig aufgezeichnet werden muss. Das war vorher nicht der Fall. Ja? Bislang war es so, Sie mussten nur, diese Pflicht hatten Sie immer, Arbeitszeit aufzuzeichnen, die über 8 Stunden hinausgeht pro Tag und solche, also Überstunden in Anführungszeichen und Sonn- und Feiertagsarbeit. Das mussten Sie aufzeichnen bzw. den Nachweis vorhalten für den Fall, dass die Aufsichtsbehörde, also Gewerbeaufsichtsamt zum Beispiel, diese Nachweise haben will. Jetzt gilt ohne Vertrauensschutz ab sofort, dass Sie, und das empfehle ich dann auch, eben solche Arbeitszeitnachweise, egal, wenn Sie es noch nicht digital haben, dann eben manuell führen müssen, dass da eingetragen wird, Arbeit begonnen um, dann unterbrochen durch Pausen von bis und letztendlich Arbeitsende um so und so viel Uhr. Darauf hat ein Arbeitnehmer Anspruch. Die Zeit von der Wohnung zur Arbeitsstelle ist keine Arbeitszeit. Die Wegezeiten, die zum Beispiel ein Außendienstmitarbeiter von zu Hause bereits natürlich erbringt, um zum Kunden zu fahren, das ist schon wieder Arbeitszeit. Ja? Und dann müssen Sie immer unterscheiden zwischen Arbeitszeit im Gesundheitsschutz, das heißt, dass der nicht mehr, dass die 8 Stunden nicht übersteigen dürfen und maximal auf 10 Stunden verlängerbar sind. Das sind Schutzbestimmungen, die an Gesundheit anknüpfen, hat nichts damit zu tun, ob Sie es bezahlen müssen oder nicht. Ja? Aber diese Kategorie müssen Sie sich merken, oberhalb von 10 Stunden ist Schluss. Ja, in der Regel, sag ich mal, wenn kein Tarifvertrag wie Bäckereien und so weiter gilt, ist bei 10-stündiger Arbeitszeit Schluss. Und bitte gehen Sie nicht darüber, ja, weil die Aufsichtsbehörde, wenn Sie da einmal im Fokus sind, weil alle es wollen, ja, der Mitarbeiter will es ja auch, weil er Geld verdienen will, wenn Sie die Zeiten überschreiten, sind Sie sofort in der Ordnungswidrigkeiten drin. Sie sind sofort im Fokus der Aufsichtsbehörde. Also merken Sie sich, 10 Stunden ist Schluss. Und wenn Sie die 8 Stunden überschreiten, dann müssen Sie diese Mehrstunden innerhalb des nächsten halben Jahres wieder so ausgleichen, dass Sie im Durchschnitt wieder auf die 8 Stunden kommen. Ruhepausen müssen nach 6 Stunden genommen werden. Also wenn die Arbeitszeit zwischen 6 bis 9 Stunden liegt, dann muss eine mindestens 30-minütige Pause eingelegt werden, die auch gestückelt werden kann in 15 Minuten Abschnitte. Und wenn es mehr als 9 Stunden, nicht mehr als 10 sind, dann haben Sie die 45 Minuten Ruhepause zu gewähren. Ruhezeit, auch das ist das, wo die Aufsichtsbehörden strikt danach gucken.
11 Stunden müssen zwischen dem Ende der Arbeit und der Aufnahme der Tätigkeit am nächsten Tag liegen. Ja? Das ist auch etwas, was die Aufsichtsbehörden strikt prüfen. Ja? Die 10 Stunden, die 11 Stunden und dann möglicherweise noch Sonn- und Feiertagsverbote. Ja? Das ist etwas, was in der Kontrolle sehr penibel gehandhabt wird. Und da gibt es einen Bußgeldkatalog mit die Frage, wie oft ist das passiert. Da können Sie dann hinterher zusammenrechnen, was Sie an Bußgeldern zu bezahlen haben. Das würde ich auch tunlichst vermeiden. Ganz wichtig, das Direktionsrecht. Was darf der Arbeitgeber überhaupt anweisen? Ja, das ist das elementare, das zentrale Recht des Arbeitgebers, dem Arbeitnehmer zu sagen, was er zu arbeiten hat, wann er zu arbeiten hat und wie er zu arbeiten hat. Ja, das ist die Inhalt der Arbeitsleistung. Das sagt der Arbeitgeber. Ja, wir hatten Fälle, wo auch ein Kleinunternehmer war das, der hat gesagt, Herr Lehmkühler, ich habe jetzt alle Mütter berücksichtigt, die wollen aber alle nur vormittags arbeiten. Ich habe niemanden mehr, der mir die Maschinen am Mittag bedient. Ich sage, ja, dann müssen Sie es ändern, dann müssen Sie eben die schutzwürdigsten Frauen mit kleineren Kindern nach Möglichkeit vormittags arbeiten lassen, damit die ihre Kinderbetreuung sicherstellen können. Und die mit eventuell größeren Kindern müssen dann am Nachmittag kommen. Sie können die Arbeitszeit, wann die arbeiten, das legen Sie fest. Auch wenn der jahrelang nur von, sag ich mal, von morgens 9 bis um 14 Uhr gearbeitet hat und Sie sagen, das geht nicht mehr, ich muss auch für abends jemanden haben, dann können Sie von einem Tag auf den anderen dann eben auch sagen, ab nächste Woche anders. Ja, ab nächste Woche geht es dann eben erst um 14 Uhr für sich los. Es ist die können nicht die Dauer der Arbeitszeit ändern. Also wenn im Arbeitsvertrag 40 Stunden steht, können Sie nicht sagen, jetzt arbeiten Sie nur noch 20. Das geht nicht. Aber wann am Tag gearbeitet wird, das bestimmen Sie. Ja? Die Zeit und den Inhalt, wann er was zu tun hat, ob er jetzt den Arbeitsplatz noch aufräumen muss oder nicht, das bestimmen Sie. Und auch, wo der zu arbeiten hat. Natürlich immer in den Grenzen des Arbeitsvertrages. Aber das sind die drei Sachen, die Sie als Arbeitgeber festlegen. Grenzen natürlich, wenn Sie im Arbeitsvertrag festgelegt haben, deshalb empfehle ich das auch nicht, Sie arbeiten von 8 bis 12 und von 14 Uhr bis 16 Uhr, ja, dann haben Sie eben die Lage der Arbeitszeit festgelegt. Und in dem Umfang, wie Sie sich festgelegt haben, können Sie dann davon nicht mehr abweichen. Ja? Also das bitte ich zu beachten, dass man natürlich mit jedem Arbeitsvertrag sich den Spielraum für das Weisungsrecht des Arbeitgebers verkleinert. Ja? Also muss man auch bei der Gestaltung des Arbeitsvertrages bereits aufpassen, was man da reinschreibt. Grenzen, wie gesagt, so wie Beispiel Teilzeit Montag, Dienstag, dann kann der Arbeitgeber nicht per Weisung einseitig anordnen, dass er jetzt nur Mittwochs und Donnerstags arbeiten soll. Wenn Sie aber geregelt haben, die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 20 Stunden, dann sagen Sie, die 20 Stunden sind halt am Montag, am Mittwoch und am Freitag. Ja, das bestimmen Sie dann. Gesetzliche Grenzen, klar, wenn es festgelegt ist, dass für die werdende Mutter Nachtarbeit untersagt ist, dann können Sie nicht qua Direktionsrecht die Mitarbeiterin dann anweisen, trotzdem nachts zu arbeiten. Das ist die gesetzliche Grenze, die dürfen Sie natürlich nicht überschreiten. Und so darf dann auch der Mitarbeiter rechtswidrige Weisungen missachten. Ja, er kann dann also sagen, mache ich nicht, weil ich bin eingestellt zum Beispiel als Buchhalter. Und wenn Sie ihn dann anweisen, den Hof zu fegen, also eher klassische Hausmeistertätigkeiten zu verrichten, dann hat er, weil das nicht mehr von Ihrem Weisungsrecht mit der Festlegung der Aufgabe gedeckt ist, kann er eben sagen, mache ich nicht, ohne dass es für ihn dann Konsequenzen hat. Teilzeit möchte ich fast schon überspringen, weil, wie gesagt, das gilt der Teilzeitanspruch nur für Mitarbeiter, für Arbeitsverhältnisse mit mehr als 15 Arbeitnehmern. Das werden Sie im ersten Schwung nicht haben. Aber wichtig, Befristung.
das ist mir sehr wichtig, dass Sie darauf aufpassen. Wenn Sie einen Arbeitnehmer befristet einstellen wollen, dann bedarf das im Gegensatz zu dem unbefristeten Arbeitsverhältnis der Schriftform. Schriftform heißt beide Unterschriften im Original auf einer Urkunde, bitte. Ja? Also nicht, Sie schreiben den Arbeitnehmer an, würden Sie bis zum 31.12.2022 arbeiten und der schreibt Ihnen zurück, na klar, mache ich, bin ich damit einverstanden. Das ist keine Schriftform. Und selbst wenn der das eigenhändig unterschrieben hat, weil es zwei Urkunden sind. Also ein Arbeitsvertrag, da sind dann beide Unterschriften drauf. Ja, das ist das entscheidende Schriftform und zwar bevor der anfängt. Bitte. Ja, also ganz penibel darauf achten, es gibt keine Befristung, nachdem er die Arbeit aufgenommen hat. Er muss unterschreiben, bevor er anfängt. Ja. Ist eine ganz wichtige Regelung. Ich sage immer, bevor er den Spaten in die Hand nimmt, hat er auf dem Arbeitsvertrag, haben beide Arbeitgeber und Arbeitnehmer unterschrieben. Ja? Schriftform, bitte, wenn das Gesetz Schriftform anordnet, dann heißt das blaue Tinte. Das heißt kein Mail, keine eingescannte Unterschrift, alle elektronischen Formen ausgeschlossen. Da ist der Deutsche penibel, Schriftform heißt blaue Tinte. Befristung, wie gesagt, maximal noch zulässig bis zur Höchstdauer von 2 Jahren, wenn der Arbeitnehmer noch nie bei Ihnen beschäftigt war. Probezeit, ganz wichtig, maximal 6 Monate. Ja, also das heißt, dass innerhalb der Probezeit, um den Arbeitnehmer kennenzulernen, die Kündigungsfrist 2 Wochen beträgt. Danach steigt für den Arbeitgeber die Kündigungsfrist mit der Dauer der Betriebszugehörigkeit. Das steigt nach 2 Jahren auf 1 Monat, nach 5 Jahren auf 2 Monate, nach 8 Jahren auf 3 Monate. Ist gesetzlich festgelegt, dass die Kündigungsfrist für den Arbeitgeber in Abhängigkeit von der Betriebszugehörigkeit steigt. Und da können Sie in den Arbeitsvertrag reinschreiben, was Sie wollen. Ja, das sind Mindestkündigungsfristen, die sind einzuhalten. Auch das nur kurz angerissen, damit ich wenigstens noch ein bisschen durchkomme. Aber es ist, wie gesagt, ein sehr sportliches Unterfangen, Ihnen die Grundzüge des Arbeitsrechts, sagen wir, in einer Stunde bei allen Möglichkeiten, die die Diskussion dann noch bietet, vorzustellen. Aber was Sie als Störfall im Arbeitsverhältnis immer haben, ist natürlich Krankheit. Der Mitarbeiter wird krank. Ja? Und da ist gesetzlich vorgesehen, dass Sie mal grundsätzlich bis zur Dauer von 6 Wochen, das muss nicht am Stück sein, das kann auch einzelne Perioden der Arbeitsunfähigkeit sein, müssen Sie Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall leisten. Ja? Und dann können Sie natürlich als Arbeitgeber, der noch keine 10 Mitarbeiter hat, sagen, na, also das wird mir jetzt zu bunt, ich kündige. Ja? Sie können auch wegen der Krankheit kündigen. Nur aufpassen, in die Kündigung wird nichts reingeschrieben, weswegen Sie kündigen. Sie kündigen einfach. Weil wenn Sie reinschreiben, ich kündige, weil Sie jetzt schon 2 Wochen arbeitsunfähig krank waren, dann kommt die Krankenkasse und verlangt möglicherweise über den Ablauf der Kündigungsfrist hinaus noch weitere Entgeltfortzahlung bis zur Höchstdauer von 6 Wochen. Also merken Sie sich, in die Kündigung wird nichts dergleichen reingeschrieben. Ja? Wie überhaupt bei jedem Kündigungsgrund nichts reingeschrieben werden muss, außer, wie gesagt, Sie kündigen mal eine Schwangere. Das ist aber sehr schwierig, wäre ein bisschen kompliziert, das alles zu erklären. Aber, oder Auszubildende, da müssen Sie den Kündigungsgrund reinschreiben. Ansonsten muss der Kündigungsgrund nicht drinstehen. Entgeltfortzahlung ist nur zu leisten, wenn die Arbeitsunfähigkeit unverschuldet ist. Ja? Also wenn der Mitarbeiter mit ihrem Verdienstfahrzeug einen Unfall verursacht hat, in alkoholisiertem Zustand oder über eine rote Ampel gefahren ist oder ein Fall, den ich hatte, dass ein Mitarbeiter halt dieses Mountainbiking macht, aber in der Extremform, also über Geröllfelder nachts, damit der Kick reicht und dann natürlich schwer verletzt wird, dann ist das ein grobes Verschulden,
mit der Folge, dass Sie keine Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall leisten müssen. Und wichtig für Sie als beginnender Arbeitgeber, in den ersten 4 Wochen zahlen nicht Sie, sondern die Krankenkasse. Ja, Krankengeld wird von der Krankenkasse in den ersten 4 Wochen des Arbeitsverhältnisses bezahlt, wenn der Arbeitnehmer in dieser Zeit schon praktisch das Arbeitsverhältnis krank beginnt. Ja, das sind nicht Sie in der Zahlungspflicht, sondern die Krankenkasse. Maximal 6 Wochen. Die Ausnahmen, das kann man hinterher, können Sie nochmal in den Folien nachlesen. Wichtig ist, das ist für Sie wichtig, wo Sie darauf achten müssen. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, im Fall der Krankheit, wenn er nicht kommt, unverzüglich zu Arbeitsbeginn. Das heißt, am ersten Tag, ich sage mal bis zu 5 Minuten, nachdem er eigentlich die Arbeit aufzunehmen hat, Ihnen mitzuteilen, ich komme nicht, Chef, mir geht es schlecht, ich kann mich nicht bewegen. Und dann hoffen wir, dass Sie den Arbeitnehmer nicht beim Leistungssport, Marathonlauf überführen. Die Fälle gibt es dann auch. Aber vom Grundsatz her muss er das am ersten Krankheitstag mitteilen. Das ist die Anzeigepflicht. Die Pflichtverletzung, also die Nichtbeachtung ist eine Pflichtverletzung, die dann eben auch die Kündigung nach sich ziehen kann. Das Gleiche, noch ist es jedenfalls so, ab 1.1.23 soll ja die elektronische AU-Bescheinigung eingeführt werden, aber bis dahin muss er eben noch den traditionellen gelben Zettel innerhalb von 3 Kalendertagen oder spätestens am 4. Tag vorlegen. Auch den Urlaub kurz angesprochen, gesetzlicher Mindesturlaub sind 20 Tage. Wenn Sie als Arbeitgeber bestehen wollen, dann müssen Sie schon noch was drauflegen. Also in der Regel sind dann die Arbeitsverträge so, dass er 20 Tage Mindesturlaub plus 10 Tage vertraglichen Zusatzurlaub bekommt. Und die Festlegung erfolgt durch den Arbeitgeber unter Berücksichtigung sozialer Gesichtspunkte. Also es gibt kein Selbstbeurlaubungsrecht des Arbeitnehmers. Also da kann ich sagen, Chef, im Übrigen, ich habe den Urlaub gebucht, morgen fliege ich. Das geht nicht. Ja? Sie entscheiden das. Und die Selbstbeurlaubung ist eben kündigungsrelevant. Wichtig auch, wenn der Arbeitnehmer während des Urlaubs krank wird, dann bleibt der Urlaubsanspruch für den Zeitraum, wo sich Krankheit und Urlaub überlappen, erhalten. Ja? Also es geht dann die Krankheit vor. Urlaubsabgeltung, bitte nicht der Versuchung unterliegen, solange das Arbeitsverhältnis besteht, zahlen Sie keinen Urlaub aus, weil der Urlaub dient der Erholung, da kann man nicht drauf verzichten und den kann man auch nicht sich in finanziell, also in Geld abgelten lassen, das geht nicht. Das lasse ich nochmal weg. Zeugnis, auch völlig klar, am Ende des Arbeitsverhältnisses besteht ein Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis. Da werden Sie sagen, ach, das habe ich, das ist das, was ich weiß, also was im Zeugnis steht, das stimmt jedenfalls nicht. Weil heute im Arbeitsverhältnis, man streitet sich natürlich um das Zeugnis nicht und deshalb muss es ja wohlwollend, wenn auch wahrheitsgemäß sein, aber glauben Sie mir, 90% der Zeugnisse, wenn nicht mehr, werden vom Arbeitnehmer geschrieben, weil man sich letztendlich den Stress gar nicht antun will. Hat zur Folge natürlich auch, dass Sie Zeugnisse nicht mehr richtig lesen sollten. Also wenn die ganzen Zufriedenheitsskala drin steht, zur höchsten Zufriedenheit und bei Belastung immer allen gewachsen, kommt gleich auf die linke Seite. Das heißt heute gar nichts mehr. Überspringe ich mal. Die Störfälle im Arbeitsverhältnis, würde ich gesagt, die würde ich mal überspringen. Warum? Weil die verhaltensbedingte Kündigung, also das ist ein allgemeiner Kündigungsschutz und der greift erst, wenn Sie mehr als 10 Arbeitnehmer sind. Erst dann kann ein Mitarbeiter mit Aussicht auf Erfolg Klage beim Arbeitsgericht erheben und die Unwirksamkeit der Kündigung geltend machen. Alles, was bis 10 Arbeitnehmer ist, und da zählen Arbeitnehmer mit bis zu 20 Stunden eben mit vom Kopf gerechnet mit 0,25 und bis 30 Stunden mit 0,75. Also da sind Sie als Gründer in Anführungszeichen noch weit entfernt vom allgemeinen Kündigungsschutz. Deshalb müssen Sie
die ganze Palette, die für die soziale Rechtfertigung einer Kündigung notwendig ist, dass der Arbeitnehmer vorher abgemahnt wird, die gelbe Karte bekommt, bevor er die rote sieht, das müssen Sie im Prinzip zunächst mal nicht beachten, aber wir haben es trotzdem aufgenommen, weil Sie werden vielleicht mehr, ja, oder Sie starten als Management-Buyout, machen sich irgendwo aus einem anderen Unternehmen selbstständig und haben sofort 10, dann können Sie dort anhand der Folien gerne nochmal nachgucken, was Sie dann zu beachten haben. Deshalb überspringe ich diese besonderen Voraussetzungen für die Kündigung, weil die eben erst ab 10 Arbeitnehmern greifen. Das ist die ganze verhaltensbedingte Kündigung. Es gibt dann nur 3 Kategorien. Es gibt verhaltensbedingt, krankheitsbedingt und betriebsbedingt. Also wenn Sie keinen Beschäftigungsbedarf mehr haben. Aber wie gesagt, immer in der strengen Prüfung vor dem Arbeitsgericht immer erst ab 10 Arbeitnehmer. Davor sind Sie bis auf sittenwidrige Kündigungsgründe völlig frei. Das gilt auch für die Krankheit, das ist ein personenbedingter Kündigungsgrund. Deshalb müssen Sie da nicht großartig einsteigen. Also, was Sie wissen müssen, es gibt nur ein paar feste Beendigungsformen. Das Arbeitsverhältnis endet entweder durch Kündigung, durch eine einvernehmliche Aufhebung, durch einen sogenannten Aufhebungsvertrag, durch eine Befristung, dann endet das Arbeitsverhältnis eben ohne Kündigung mit Ablauf des Befristungszeitraums. Auch die Altersbefristung mit Vollendung des 65. Lebensjahres oder wie es heute heißt, mit Erreichen der Regelaltersgrenze. Durch eine Anfechtung, weil sie getäuscht worden sind von dem Arbeitnehmer oder durch den Tod. Andere Beendigungstatbestände gibt es nicht. Also auch wenn ein Mitarbeiter außerhalb der Entgeltfortzahlung plötzlich ist und Sie nichts mehr bezahlen, dadurch endet das Arbeitsverhältnis nicht. Auch wenn er eine Erwerbsunfähigkeitsrente bezieht oder was, endet das Arbeitsverhältnis nicht. Ja? Nur aufgrund dieser Tatbestände. Sonst bleibt das Arbeitsverhältnis eben ohne Pflichten, ohne Zahlung, aber ruhend eben bestehen. Wichtig, das möchte ich noch ansprechen, bevor wir dann vielleicht auch in die Diskussion einsteigen, wer kündigt? Wer darf kündigen? Das ist für Sie noch wichtig. Ja? Vom Grundsatz her ist immer der kündigungsberechtigt, der die Unternehmensverantwortung hat. Das ist bei einem Solo-Selbstständigen eben der Solo-Selbstständige. Ja? Das ist bei einer GmbH der Geschäftsführer und das ist auch bei der UG, als der kleinen GmbH, der Geschäftsführer. Und bei einer OHG, das brauchen Sie alles nicht, aber jedenfalls immer der Vertretungsberechtigte. Das heißt aber nicht, dass nicht auch ein anderer kündigen könnte. Meinetwegen, Sie sind im Urlaub, ja? Und Sie sagen, also der muss fristlos gekündigt werden, weil sonst macht er mir den Laden kaputt. Dann müssen Sie dafür sorgen, dass Sie jemandem anderen Vollmacht erteilen. Dann kann auch in Anführungszeichen, die Haushaltshilfe oder wer auch immer kann auch kündigen. Er muss nur eine Originalvollmacht desjenigen beifügen, der normal kündigen kann. Ja? Das ist ganz entscheidend, und zwar Originalvollmacht. Und immer wenn es heißt original und schriftlich, das wissen Sie jetzt, heißt es mit Ihrer Originalunterschrift. Also nicht mit irgendwas Eingescanntem oder so. Der muss dann eine Vollmacht beifügen, dann könnte auch die Putzfrau kündigen, wenn sie eine Originalvollmacht vorlegt. Ja? Aber da muss dann eben eine Vollmacht beigefügt werden. Grundsätzlich, also Einzelunternehmen der Inhaber, bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, im Zweifel alle Gesellschafter und bei juristischen Personen eben vertretungsberechtigtes Organ. Kann keine Verbindung mehr hergestellt werden? Heißt das irgendwas? Stellt sich da irgendwas aus? Gut, es geht noch weiter. Also wie gesagt, ein bisschen müssen Sie mir nachsehen, auch wenn ich dadurch die Diskussionsrunde verkürze, wobei ich unendlich Zeit habe und Ihnen natürlich zur Verfügung stehe für Fragen, aber der Rest der Mannschaft vielleicht nicht. Aber Kündigungserklärung heißt schriftlich. Wie gesagt, Sie können, was früher mal war, nicht mündlich kündigen. Also auch der Arbeitnehmer nicht. Der kann nicht sagen, tschüss Chef, ich komme nicht mehr. War schön, Sie kennengelernt zu haben, aber morgen bin ich nicht mehr da. Das ist keine wirksame Kündigung. Es muss sowohl vom Arbeitnehmer als auch vom Arbeitgeber schriftlich. Also kein Fax,
keine Mail, wieder Schriftform heißt original unterschrieben. Ja? Und Sie müssen nachweisen, dass er zugegangen ist. Ja? Das heißt, Sie drücken es dem Mitarbeiter am besten in die Hand und er bestätigt es Ihnen. Oder Sie haben einen Zeugen dabei, der bestätigen kann, dass Sie die Kündigung ausgehändigt haben. Oder Sie lassen es durch einen Boten in den Briefkasten einwerfen. Oder Sie stellen mit sogenannten mit Einwurf Einschreiben zu. Bitte nicht mit Einschreiben Rückschein. Einschreiben Rückschein ist der rote Zettel. Das ist das Schlechteste, was man machen kann, weil ein Arbeitnehmer, der weiß, dass eine Kündigung bevorsteht, der nimmt den Brief gar nicht an. Ja? Und dann geht der Briefträger wieder schön nach Hause und sagt dem, er kann es bei der Post abholen, da ist aber nichts zugegangen. Ja? Deshalb bitte das immer beachten. Sie sind als Arbeitgeber für alles letztendlich darlegungs- und beweisbelastet im Arbeitsrecht. Und wenn Sie das nicht leisten können, dann fliegen Sie hinten runter. Also Zugang per Boten, und das geht auch während der Krankheit, ja, also auch ein altes Märchen, dass man während der Krankheit nicht kündigen kann. Das ist nur in Italien so, das spricht für sich, aber in Deutschland jedenfalls können Sie auch während der Krankheit problemlos kündigen. Auch wenn der Arbeitnehmer im Urlaub ist, können Sie auch kündigen. Ja? Das ist immer die Frage, wie schnell er sich dann gegen die Kündigung wehren kann. Ich würde mal gucken, was ich noch habe. Das ist nur meine Übersicht über die Kündigungsgründe. Ich würde es an dieser Stelle mal bei der Übersicht belassen. Und Ihnen, das haben wir natürlich mit der IHK abgestimmt, dass Sie selbstverständlich die Folien natürlich noch bekommen und dann auch die Übersicht haben, was wir jetzt nicht mehr im Rahmen dieser Veranstaltung innerhalb der Stunde, die ich jetzt schon knapp überzogen habe, besprechen konnte. Vielleicht gibt sich dann die Gelegenheit im Rahmen der sich anschließenden Diskussion, auf die ich mich freue. Also nutzen Sie die Gelegenheit, es ist Ihre Veranstaltung. Und Sie sind diejenigen, die mich dazu benutzen dürfen, Ihre Fragen zu stellen. Und in dem Zusammenhang gebe ich gerne nochmal an Herrn Schoch weiter, der dann die Abmoderation macht, bevor wir uns dann im Stuhl wieder treffen. Super, vielen herzlichen Dank, Herr Lebenfühler. Und ich würde sagen, mir qualmt ja schon ein bisschen der Kopf von den ganzen verschiedenen Dingen, die man beachten muss, wenn man dann also den ersten Mitarbeitenden in seinem Betrieb einstellt. Vielleicht, und das ist ein Punkt, der passt ja auch ein bisschen schon zu dem, was Sie gesagt haben gerade, ne? Wir waren gerade beim Thema, wie kann man denn kündigen? Und ich glaube, wenn man dann vielleicht auch das erste Kündigungsgespräch führt oder auch das zweite, dritte, und ich denke, es ist immer schwierig, denn es geht da immer um eine menschliche Existenz, das ist dann auf jeden Fall ein schwieriges Gespräch, wo man gucken muss, wie man das erfolgreich führt und auch mit Mitarbeitenden, unabhängig davon, ob es das Kündigungsgespräch ist oder nicht, oder mit Kunden und Kundinnen, ist natürlich die Frage, wie kann ich eine positive Streit- und Konfliktkultur beibehalten, ja, um da einfach den bestmöglichen Ausgang zu finden, wenn einfach mal man da schwierige Gespräche führen muss. Das Ganze findet statt am 12. Oktober, findet also auch wieder live als Webinar statt. Melden Sie sich an, Sie bekommen auch den Link zu dieser Veranstaltung zugeschickt im Follow-up. Da freuen wir uns, wenn wir Sie einfach wieder begrüßen dürfen auf digitalen Wege. Ja, bevor es jetzt in die Diskussionsrunde geht mit Herrn Lebenkühler, da kamen auch schon einige Fragen rein während des Vortrags. Vielen Dank dafür. Sie haben aber natürlich noch weiterhin die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Scannen Sie hierzu diesen QR-Code. Wir blenden ihn jetzt kurz ein und dann sind wir gleich zurück mit der Diskussionsrunde.
Ja, dann herzlich willkommen nochmal jetzt zur Diskussionsrunde. Und es sind einige Fragen eingegangen. Wir schauen, dass wir auf die wichtigsten eingehen können. Manche sind auch im, sag ich mal, im ähnlichen Themenfeld. Also von dem her können wir da auch ein paar Fragen, glaube ich, clustern und gemeinsam abhalten. Ne? Eine Frage, und die haben Sie, glaube ich, schon vortrefflich beantwortet. Und das kann man sich ja dann auch nochmal auf der Folie anschauen, nämlich bei dem Thema: Was gilt es bei Ausschreibungen zu beachten? Stichwort AGG. Ich glaube, da haben Sie die Informationen sehr gut wiedergegeben, worauf man da achten muss. Aber eine Frage, und das finde ich sehr spannend, ist, welche Folgen hat denn das unter Umständen, wenn ich männlich, weiblich, divers ausschreibe? Bedeutet es denn beispielsweise auch, dass sich Toilettenräume und Umkleiden auch für diverse Menschen zur Verfügung stellen muss, wenn ich so ausschreibe? Nein, also so ist es bislang nicht. Also was die sanitären Anlagen anbelangt, haben wir jedenfalls, was den Arbeitsschutz anbelangt und die Arbeitssicherheit, noch nicht die Verpflichtung, letztendlich auch divers Toiletten, was immer das letztendlich, ich muss ehrlich sagen, also bis jetzt in der beruflichen Praxis ist es noch nicht aufgetreten, was es auch sein soll. Ob das kommt, weiß ich nicht. Vielleicht sind es dann wie in Amerika dann Unisex-Toiletten, ich weiß es nicht. Aber bislang gilt von der Geschlechtertrennung jedenfalls, was der Sanitärräume anbelangt, klassisch, was Sie vorhalten müssen, eben die Trennung zwischen weiblich und männlich. Und wie Sie sich dann damit zurechtfinden, wenn jemand sagt, ich bin weder noch, dann wird es schwierig. Ja. Aber jedenfalls machen Sie sich nicht bußgeldpflichtig, wenn Sie das nicht vorhalten. Okay, also in dem Sinne, weil oft gibt es ja dann dieses Gerücht, dann braucht man auch noch eine dritte Toilette oder dergleichen. Interessant, dass Sie das schon mal so bestätigen können, dass das dann nicht der Fall ist. Und da haben wir auch ein paar Fragen reinbekommen, die so ein bisschen in die Sphäre des Minijobs gehen. Ja. Ja. Nämlich zum Beispiel diese neuen arbeitsvertraglichen Gestaltungen, die wir da eben hatten, ja, die für Arbeitsverträge gelten. Inwieweit trifft das auch auf 450 Euro Arbeitsverhältnisse zu? Ja, also das trifft 1:1 zu. Der Minijobber ist letztendlich ein Teilzeitarbeitnehmer. Das heißt, er ist in vollem Umfang Arbeitnehmer mit dem einzigen Unterschied, dass er sozialversicherungsrechtlich im Hinblick auf die Pauschalierung von Sozialversicherungsbeiträgen anders behandelt wird. Das sind aber nur sozialversicherungsrechtliche Unterschiede. Für den Minijobber gilt mithin, der ist Arbeitnehmer und damit gelten die Nachweispflichten für den Minijobber genauso wie, und das steht im Gesetz jetzt auch nochmal drin, auch für Praktikanten. Also im Praktikanten im Sinne des Mindestlohngesetzes sind nach dem Nachweisgesetz genauso zu behandeln wie Vollzeitkräfte kein Unterschied. Und wenn jetzt also so ein Arbeitsvertrag für einen 450-Euro-Jobber vor dem August geschlossen wurde, wäre das dann also zwangsweise nötig, dann eben hier auch einen neuen Vertrag aufzusetzen? Nein, auch das hat der Gesetzgeber geregelt für die Altfälle. Das heißt, Sie müssen nicht für alle Verträge, die vor dem 1.8.22 geschlossen worden sind, jetzt neue Verträge aufsetzen, sondern Sie haben dann die Pflicht, wenn ein Arbeitnehmer auf Sie zukommt und sagt, ich möchte jetzt meine Arbeitsbedingungen nachgewiesen haben, dann sind Sie verpflichtet, diesen Nachweis binnen 7 Tagen dem Arbeitnehmer gegenüber zu erbringen. Das heißt aber nicht, dass Sie jetzt in die Vertragsänderung eintreten müssen, weil der Nachweis der Arbeitsbedingungen ist ja immer nur noch eine Momentaufnahme. Ja, das kann sich ja ändern. Ja? Also auch wenn sich was ändert, das Gehalt erhöht wird, der Mitarbeiter aufsteigt, zum Betriebsleiter oder irgendwas, dann müssen Sie aber nur, so ist jedenfalls die derzeitige Auffassung, nur auf Verlangen, des ausdrückliches Verlangen des Mitarbeiters dann die geänderten Arbeitsbedingungen nachweisen und das heißt nicht, dass Sie verpflichtet sind, Änderungsverträge abzuschließen. Und ich finde das auch ganz spannend, weil oft werden ja auch 450-Euro-Kräfte ja genutzt, um, sag ich mal, Peaks auszugleichen, ja, wenn ich sage, da habe ich hohe Belastungen. Was macht das dann, was bedeutet das für die Regelung des Arbeitsvertrages? Weil bei 450 Euro Kräften muss ich ja auch die Arbeitszeit im Vorfeld bestimmen. Ja. Wie kann ich da vielleicht als Solo-selbstständige Person am besten mit umgehen? Ja, das hängt natürlich auch von dem tatsächlichen Einsatzbedarf ab. Aber wenn Sie es absehen können, dass der Mitarbeiter regelmäßig an 2 Tagen beschäftigt wird, dann würde man in den Arbeitsvertrag, weil sie der Arbeitszeit natürlich auch zu den Bedingungen gehören, die nachgewiesen gehören, dann müssten Sie schreiben, er wird an 2 Tagen oder mit 20 Stunden eingesetzt. Ja, Sie müssen die Tage müssen Sie ja nicht, Sie müssen nur das
Stundenkontingent oder sag ich mal innerhalb der Woche zum Beispiel oder des Monats angeben. Und die andere Variante ist die, die ich jetzt natürlich im Rahmen des Vortrags nicht so eingehend vorgestellt habe. Das ist die Arbeit auf Abruf. Arbeit auf Abruf heißt, der Mitarbeiter muss nur dann arbeiten, wenn der Arbeitgeber auf ihn zukommt und ihm sagt, dass er arbeiten muss. Das ist nur anders, als man sich das gemeinhin vorstellt. Also ich bin nicht Schwabe, aber ich hatte im Rahmen der Vorträge dann durchaus auch mal die Situation, sagt er, schon ganz einfacher, also wenn ich es schaffe, habe, dann soll er kommen und dann kriegt er auch Geld und sonst kriegt er halt nichts. So ist es nicht. Ja? Also Arbeit auf Abruf heißt, dass Sie zum Beispiel dem Mitarbeiter 4 Tage vorher mitteilen müssen, dass er zur Arbeit kommen muss. Das ist Punkt 1. Das ist ein zeitlicher Vorlauf, damit er sich darauf einstellen kann. Aber Sie müssen auch eine wöchentliche Arbeitszeit festlegen in dem Vertrag. Das ist eine tückische Falle, wenn Sie da nichts regeln. Das kann ja sein, dass Sie da sagen, mindestens 1 Stunde oder mindestens 3 Stunden. Denn wenn Sie nichts zur wöchentlichen Arbeitszeit sagen, dann wird gesetzlich fingiert, dass automatisch 20 Stunden pro Woche gelten. Und das ist eine sehr tückische Sache, weil dann am Ende der Arbeitnehmer kommt und sagt, ja, ich war jetzt bei dir beschäftigt, du hast in deinem Arbeitsvertrag keine Angaben zur wöchentlichen Arbeitszeit, also gelten 20 Stunden. Ich möchte jetzt für 2 Jahre lang auf der Basis 20 Stunden nachbezahlt haben. Das wird richtig teuer. Ja? Also da müssen Sie in irgendeiner Weise sich committen zu der wöchentlichen Arbeitszeit. Und wenn Sie es nicht genau wissen, dann müssen Sie eben so einen Mindestrahmen festgeben. Hat auch gewisse Nachteile, aber letztendlich will der ja arbeiten und das Einzige, was Sie vermeiden müssen, dass Sie in die 20-Stunden-Falle treten, weil dann sind Sie halt möglicherweise Nachforderungen ausgesetzt, wo Sie dann die Augen zum Himmel schlagen, weil es teuer wird. Die Frage kam auch hinsichtlich von Minijobbern, wie muss man denn da umgehen, wenn eben dann doch mehr Arbeit zustande kommt? Ja? Ich denke, das ist ein dünnes Eis, denn, weil der Gesetzgeber dann sagen kann, Moment, das ist doch keine 450-Euro-Stelle mehr, wenn du doch Bedarf für viel mehr Stunden hast. Wie gesagt, da müssen Sie also aufpassen, wenn Sie diese Arbeit auf Abruf machen, dann ist die Rechtsprechung so, dass Sie 25% mehr abrufen dürfen. Mhm. Das heißt, wenn Sie ganz vorsichtig sind und im Arbeitsvertrag reinschreiben, mindestens 1 Stunde pro Woche, dann wäre die maximale Arbeitszeit, die Sie abrufen können, wären 1,25 Stunden, also die 25%. Dann könnte der Mitarbeiter verweigern, mehr zu arbeiten als die 1,25 Stunden pro Woche. Das ist aber nicht die Praxis. Der Mitarbeiter will ja arbeiten. Der kommt also mehr, egal ob Sie nur 25% abrufen wollen. Aber viel gefährlicher ist, wenn Sie nichts festlegen und dann gelten die 20 Stunden automatisch. Mhm. Was Sie machen müssen, Sie müssen natürlich darauf achten, dass die Arbeitszeit letztendlich die Sozialversicherungsgrenzen nicht überschreitet. Auch wenn Sie ein Arbeitszeitkonto führen, zählt alles zusammen. Ja? Das heißt, am Ende des Jahres dürfen Sie aktuell die 5.400 oder ab dem 1.10.2022 gelten ja aufgrund der Erhöhung des Mindestlohnes die Grenze von 520 Euro pro Monat, dann eben die 520 mal 12, die dürfen Sie nicht überschreiten, weil sonst wird das Arbeitsverhältnis dann rückwirkend sozialversicherungspflichtig und dann müssen Sie nachzahlen. Und Thema Nachzahlen, sozialversicherungspflichtig, beschäftigt, vielleicht auch im Nachhinein festgestellt, das führt uns direkt in den nächsten Themenkomplex, nämlich der Scheinselbstständigkeit. Scheinselbstständigkeit ist auch etwas, was uns, also die Industrie- und Handelskammer Reutlingen beispielsweise, hat auch ein politisches Gremium für ein Personen- und Kleinstunternehmen, nämlich den EKU-Ausschuss. Und da ist das Thema Scheinselbstständigkeit auch immer ein Thema. Ne? Und da frage ich mich natürlich manchmal schon, Sie haben ja vorhin aufgezeigt, was so Kriterien sind, wobei man ja da auch ganz klar sagen muss, man kennt nicht alle Kriterien. Ja? Und da eben so ein bisschen die Frage, Die Selbstbestimmung der Arbeit, so in der Richtung, ich entscheide, bis wann ich etwas liefere oder mache, ist auch so ein bisschen die Frage, in der Dienstleistungsgesellschaft erscheint es ja manchmal schwierig. Also angenommen, ich bin jetzt solo-selbstständig als Dienstleister unterwegs, dann gibt es ja schon, sage ich mal, Punkte, wo ja dann der Auftraggeber bestimmt, bis wann etwas zu errichten ist. Wie kann man damit dann umgehen? Ja, also wie gesagt, da muss man natürlich aufpassen, insbesondere
sagen wir gerade, wenn es ein Ein-Mann-Betrieb ist, ja, dann sind Sie natürlich schnell in der Grauzone zu sagen, bin ich schon Arbeitnehmer des Auftraggebers oder bin ich eben tatsächlich noch selbstständig? So klassisches Fall, den ich immer gerne mal sage, also wenn Sie anfangen, in den Baumarkt zu gehen und der Verkaufsleiter sagt, können Sie nicht die Regale einräumen und Sie in den Dienst befristen, weil Sie nichts anderes zu tun haben oder Rentner sind und fangen an, die Regale einzuräumen, dann sind Sie sofort in der Rolle, nach Weisung gearbeitet zu haben und dann können Sie schnell die Arbeitnehmerrolle rutschen. Deshalb müssen Sie immer darauf achten, dass Sie sich nicht vereinnahmen lassen, dass Sie nicht, dass Sie der Versuchung widerstehen, wenn er sagt, ja, Sie sind ja sowieso für uns tätig, wir richten ein Telefon für Sie ein, ja, Sie tauchen plötzlich im Nummernkreis des Unternehmens aus, man bebt Ihnen ein Schild ans Revers, wo da drauf steht, Mitarbeiter des Unternehmens XY. Alles, was Indizien dafür sind, dass Sie zu dem Auftraggeber gehören, sei es, dass Sie ein Telefonverzeichnis, eine eigene E-Mail-Adresse, ein Berufskleidung, sagt, ah, damit alle Sie ernst nehmen, ziehen Sie doch unsere Jacke an. Und Sie sagen, ja, ist mir eigentlich egal. Ja? Und je mehr Indizien diese Eingliederung in den Betrieb, das ist das, was ich gesagt habe, zum Ausdruck bringt, desto eher läuft das in Richtung Arbeitsverhältnis. Und da müssen Sie sich vor schützen. Das ist entscheidend. Jetzt haben wir ja über so ein paar Indikatoren gesprochen, die dazu führen, dass man vielleicht als scheinselbstständig eingestuft wird. Die Frage kam nämlich rein, im Endeffekt, wer bestimmt es denn, ob eine Scheinselbstständigkeit vorliegt oder nicht? Ja, letztendlich kommt es, sagen wir mal, entweder kann es sein, dass man dass die Rentenversicherung im Rahmen einer Betriebsprüfung sich das anguckt, die geht dann auf die Arbeitnehmer zu, wie wir es dann häufiger hatten, aber bei der Betriebsprüfung und sagt, wer sind Sie eigentlich? Und dann fragt der Mitarbeiter, ich arbeite für das Unternehmen und ja, das ist mein Arbeitsplatz und so weiter. Das heißt, im Rahmen einer Betriebsprüfung werden dann solche Fragen virulent. Das heißt, es kann von außen kommen, dass die im Rahmen einer Betriebsprüfung danach gefragt wird, was sie machen. Das kann sein, dass der Mitarbeiter selber dann hinterher auf die Idee kommt und sagt, ich will gar nicht selbstständig sein, ich will plötzlich lieber wieder in die Abhängigkeit zurückrutschen und sagt dann gegenüber dem Auftraggeber, im Übrigen, ich bin Arbeitnehmer und klagt dann auf Feststellung, dass er in Wahrheit in einem Arbeitsverhältnis steht. Oder es sind anonyme Anzeigen, die haben wir teilweise natürlich auch immer wieder, dass Dritte sagen, es können Arbeitskollegen sein oder Mitarbeiter des Auftraggebers, die dann letztendlich aus unterschiedlichen Gründen eben anschwärzen bei der Aufsichtsbehörde und dann haben sie die im Haus. Ja, und da muss man dann eben darauf aufpassen, dass dieser Fall nicht eintritt. Jetzt kam noch eine Frage zum Thema befristete Arbeitsverträge. Ja, die Frage war hier, ob es da eine Mindestdauer an Vertragsdauer gibt. Also hier kommt das Beispiel, was wäre denn, wenn man jetzt einen Mitarbeitenden nur für 5 Tage benötigen würde? Kann man von vornherein sagen, für 5 Tage und gut ist? Ja. Sie nicken, das nehme ich als ein positives Signal. Also Sie können auch ganz kurzzeitig befristen. Sie müssen nur ein bisschen aufpassen, die Grenze, wenn Sie sagen, das macht man immer so, die Arbeitsrechte bezeichnen das als Schnupperarbeitsverhältnis, sondern sagt, Sie kommen mal und gucken sich das erstmal an. Das geht so zwischen 2 bis 5 Tage ist so die Grenze. Ja? Und dann sagen Sie, oh, der ist gar nicht schlecht und jetzt stelle ich den befristet ein. Und den stellen Sie für ein Jahr ein und nach dem Jahr erhebt er Klage und sagt, ich bin in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. Und dann sagen Sie, wieso, ich habe dich doch ab dem befristet eingestellt für ein Jahr. Und er sagt dann, nee, du hast mich für 1 Jahr und 3 Tage eingestellt. Ja? Und dann ist die Befristung unwirksam, weil eben der schriftliche Arbeitsvertrag erst danach geschlossen worden ist, nachdem er schon angefangen hat, weil diese Tätigkeit, die eigentlich nur Schnuppern sein sollte, schon bereits ein Arbeitsverhältnis war, weil sie den halt komplett verplant haben, eingegliedert und angewiesen. Ja? Deshalb empfehle ich da immer solche kleine Schnupperverträge zu machen. Da steht dann auch drin, das dient zum Kennenlernen, die können jederzeit gehen und der Abschluss eines Arbeitsvertrages bedarf einer gesonderten Vereinbarung. Dann ist klar, das ist noch kein Arbeitsverhältnis. Ja? Aber nochmal auf die Frage zurück, der Gesetzgeber normiert Höchstgrenzen. Also für ein
Arbeitsverhältnis, für den kein sachlicher Grund, wie die Juristen sagen, vorliegt, können Sie es bis zur Höchstgrenze von 2 Jahren machen. Aber darunter können Sie es 3-mal verlängern. Und von daher ist für die einmalige Befristung können Sie 5 Tage machen und dann die nächsten für nochmal 6 Monate und dann für nochmal 5 Monate. Und dann können Sie noch einmal verlängern bis zur Höchstdauer von 2 Jahren. Das ist aber die Obergrenze aktuell, dann ist Schluss. Ich würde jetzt noch 3 Fragen aufnehmen. Eine davon ist nochmal so ein bisschen separat und die anderen 2 passen dann auch wieder sehr schön zusammen. Nämlich, Sie haben auch das Thema gesagt, gerade eben auch genannt, Arbeitsvertrag. Wie sollte man denn umgehen mit Vorlagen, die man vielleicht aus dem Internet findet und die anwendet? Ich könnte mir vorstellen, dass Sie dazu eine ganz spezielle Meinung haben. Also es ist jetzt kein Berufsschutz, wenn ich sage, frag deinen Anwalt. Ja. Ich habe es immer wieder, dass ich diese Abrissblöcke, also diese aus dem Schreibwarengeschäft, natürlich als Arbeitsverträge nehmen können. Und das Internet bietet eine Vielzahl von Musterformularen, aber die enthalten halt vielfach Bestimmungen, die Sie gar nicht überblicken können. Ja, also dieser klassische Abreißblock vom Arbeitsvertrag, erstens sind die natürlich nicht mehr permanent aktualisiert. Da sind Dinger drin, die sämtlich unwirksam sind. Ja, das ist das eine. Die Gefahr der unsicheren Klauseln ist sehr groß. Und in diesen ganzen ich nenne es immer Schreibblock-Arbeitsverträge, da steht dann auch immer drin, es gelten die für den Betrieb üblichen Tarifverträge. Sie wissen gar nicht, was das, Sie füllen es auch gar nicht aus, ja, weil das da steht da irgendwo, gelesen haben Sie es nicht, aber es wird von beiden Seiten unterschrieben und das müssen Sie sich dann vorhalten lassen und plötzlich haben Sie, weil Sie ein Metallbetrieb sind, haben Sie die Tarifverträge der Metallindustrie am Bein und die sehen nicht so aus, wie das ein Kleinbetrieb das verkraften kann. Also ich empfehle jetzt nicht als Berufsschutz und Sie müssen, es geht auch nicht um mich, Sie können beauftragen, wen Sie wollen, aber also beim Arbeitsvertrag würde ich, weil, sage ich mal, die Rechtsprechung sich fortentwickelt und, sage ich mal, die Klauseln permanent zur Überprüfung stehen und Sie es im Zweifel nicht beurteilen können, insbesondere, das ist der Nachteil vom Internet, Sie gehen rein und haben 2000 Lösungen, aber welche da richtig ist, können Sie nicht beurteilen. Also das wäre nicht meine Empfehlung, aber nicht aus Gründen des Berufsschutzes. Und damit schließt sich auch so ein bisschen der Kreis dieser Diskussionsrunde. Wir haben begonnen, worauf muss ich achten, wenn ich eine Stelle ausschreibe, ja, dann wenn ich ihn einstelle. Und dann haben wir ja auch über die Kündigung gesprochen. Und das Themenfeld hätte ich jetzt auch noch mal mitgebracht, nämlich Nummer 1, Sie haben gesagt, naja, wäre nicht das erste Mal, dass jemand vielleicht einen Extremsport ausübt und dann bei der Ausübung dieses Sports, Sie hatten Marathon beispielsweise genannt, dann eigentlich krank ist und dann beim Marathon mitläuft. Wie sollte man als Arbeitgeber, Arbeitgeberin umgehen, wenn man das eben mitbekommt, ja, um da einfach auch rechtssicher unterwegs zu sein? Ja, also wie gesagt, grundsätzlich, wenn Sie jetzt mehr als 10 Arbeitnehmer hätten, ja, dann ist natürlich, sage ich mal, eine Sportverletzung oder die Ausübung einer Extremsportart ist kein Kündigungsgrund. Mhm. Ja. Fußball ist hochgefährlich, das ist natürlich kein Kündigungsgrund. Egal, ob der Paragliding macht, das sind Fragen, ob Sie Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall leisten müssen. Das ist aber zu trennen von der Frage, ob das ein Kündigungsgrund sein kann. Kündigungsgründe, weil ich gesagt habe, Marathonlauf wäre zum Beispiel, wenn er Ihnen gegenüber sagt, er sei arbeitsunfähig krank, er könnte sich kaum bewegen, er hätte rheumatische Erkrankungen oder Bandscheibenvorfall. Und dann schlagen Sie die Zeitung auf und sehen ihn auf dem Siegertreppchen vom Schwarzwaldmarathon, dann würden Sie sagen, naja, die Arbeitsunfähigkeit ist vielleicht nur vorgetäuscht. Ja? Das wäre möglicherweise ein Grund für eine fristlose Kündigung. Aber ich habe auch die Fälle gehabt, wo der Arbeitgeber gesagt hat, der hat gesagt, er sei arbeitsunfähig krank, könnte kaum laufen. Und dann ist er tatsächlich, hat er Schwarzwaldrennen gemacht, deshalb komme ich auch auf den dunklen Wald. Da hat dann hinterher der Arzt im Prozess gesagt, ja, das Beste, was er bei der Herzkrankheit, also Herz-Kreislauf-Beschwerden gab, das Beste, was er machen kann, ist viel Fahrradfahren an der frischen Luft. Ja. Der ist arbeitsunfähig, das heißt nicht in der Lage,
die vertraglich geschuldete Tätigkeit zu tun. Aber Arbeitsunfähigkeit heißt nicht bettlägerig. Ja, da muss man sich ein bisschen davor schützen, sagen wir, das gleich anzunehmen. Oder wenn Sie ihn beim Einkaufen sehen und so weiter. Mhm. Das muss keine vorgetäuschte Arbeitsunfähigkeit sein, die zur fristlosen Kündigung berechtigt. Dessen ungeachtet können Sie sagen, wenn sich die Krankheitszeiten zu sehr häufen, das würde ich nicht in Kündigung reinschreiben, aber solange Sie keine 10 Arbeitnehmer sind, können Sie auch sich vom Arbeitsverhältnis erleichtert trennen. Sie müssen das ja nicht begründen. Mhm. Und also ich glaube, die Frage, weil es war in Anführungszeichen geschrieben, wenn man ihn erwischt, quasi beim Blaumachen. Ja, also da ging es dann wirklich mehr darum, eben vorgetäuscht, eben vielleicht nicht arbeitsfähig zu sein. Und Sie haben es ja gerade richtig gesagt, man muss keine Gründe angeben, ja, sofern weniger als 10 Mitarbeitende. Was ist aber, wenn dann doch die Rückfrage des Arbeitnehmers, Arbeitnehmerin kommt, muss man dann doch in irgendeiner Art und Weise Auskünfte dazu geben? Ja, Sie müssen grundsätzlich nicht Auskunft geben. Sie können ja sagen, es passt einfach nicht. Ja? Wir sind zusammen gestartet und irgendwie passt die Chemie nicht. Was weiß ich, wenn noch andere Arbeitnehmer da sind, es läuft im Team nicht rund oder wie gesagt, ich habe keine Möglichkeit. Ich sehe die Entwicklungsmöglichkeiten für Sie innerhalb des Arbeitsverhältnisses nicht. Das ist meines Erachtens. Das ist halt die Folge vom Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Ich stelle nach wie vor die ein, die ich einstellen will. Ich kündige die, die ich kündigen will, aber ich rede nicht mehr drüber. Deshalb ist es das Verhältnis ist mit dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Die Folge ist, dass es miteinander etwas erkaltet, weil die Rückfragen, warum und weshalb, nicht mehr oder so vorsichtig beantwortet werden, dass der Arbeitnehmer davon nichts mehr ableiten kann und Sie nicht Gefahr laufen, dass Sie vielleicht einen Kündigungsgrund nennen, der vielleicht sinnwidrig wäre, ja, weil Sie sagen, was hatte ich jetzt, einen Steuerberater, der sagt, also der taucht immer mit seinem Lebensgefährten hier auf, das möchte ich bei der Mandantschaft nicht oder lauter solche Gründe, die spielen ja überhaupt keine Rolle, aber manchmal menschelt es halt, gerade im Arbeitsrecht auch sehr und die Folge ist eigentlich, dass man von der Sprache her eher etwas, Anführungszeichen, kälter wird. Das ist so. So ein bisschen nach dem Motto, alles, was Sie jetzt sagen kann und wird gegen Sie vor Gericht verwendet, so ein bisschen, dass man dann, dass manchmal vielleicht Schweigen dann in dem Fall Gold ist. Ja, das macht es miteinander nicht, also in der Trennungsphase nicht gut, wobei ich immer dafür plädiere, sage ich mal, das nach Möglichkeit im persönlichen Gespräch zu machen. Also das ist diese durch Social Media, also Sie können sowieso nicht per WhatsApp kündigen, ja, aber dieses klassisches Fehlverhalten bei Führungskräften zu sagen, also da schickt man jemand hin, der überbringt die Kündigung oder so. Ja. Schriftlich muss es sein, aber das persönliche Gespräch ist manchmal auch wichtig im Arbeitsverhältnis. Also das sollte man nicht vernachlässigen. Mhm. Ja, super. Dann vielen herzlichen Dank. Wenn ich so die Fragen durchgehe, sind wir wirklich auf die wichtigsten und die häufigsten eingegangen. Vielen herzlichen Dank für Ihren Input, für Ihre Zeit heute in der Diskussionsrunde, gerne, für unsere Kleinstunternehmen hier in Baden-Württemberg. Und wie schon gesagt, im Oktober geht es weiter mit einer neuen Folge der Digitalen Impulse zum Thema eben schwierige Gespräche für eine positive Streitkultur pflegen. Da freuen wir uns schon drauf. Und dann erhalten Sie bald von uns die Follow-up-Mail. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und schönen Feierabend. Auf Wiedersehen. Dem schließe ich mich an.